Also, das ist jetzt das Video zu dem kleinen Facebook-Video. Bei einer Kundin im Garten der erste Bienenschwarm. Im Muttervolk habe ich jetzt bereits die Schwarmzellen runtergebrochen. Das sind jetzt nur noch zwei drin. Zwei verdeckelte Schwarmzellen habe ich übrig gelassen, dass zumindest eine Zweier-Selektion stattfinden kann. Hätte ich jetzt mehr Zellen im Muttervolk da hinten belassen, dann wären da definitiv Nachschwärme noch mal rausgegangen. Und das kann ich zwar bei meinen eigenen Völkern riskieren, aber nicht beim Kunde im Garten. Vor allen Dingen geht es dann definitiv auch auf den Honigertrag. Und ihr seht, der Schwarm sitzt relativ günstig. Da ist auch mit Sicherheit nur eine einzige Königin drin, nämlich der Singerschwarm mit der Mutterkönigin. Deswegen ist das Volk auch hier so groß. Und wenn jetzt alles gut geht, dann mache ich einen Rutsch, also einen Schüttler am Ast und alle Bienen landen hier in diesem Eimer. Und dann holen wir die Königin raus. Und wer bekanntlich die Königin hat, hat auch alle Bienen an Bord. Und genau, vielleicht sollte ich die Kiste hier noch mehr näher stellen. Das nehmen wir auch gleich mit. Aber wir wollen dann die Bienen hier reinschütten. Eine Kellerhaft gibt es übrigens auch nicht. Die Tiere, die dürfen sofort weiterfliegen. Und wie ihr seht, habe ich jetzt eine Wabe vom Muttervolk abgezogen. Und das muss man eigentlich nicht tun, aber wenn man die jetzt genau in die Mitte reinlegt für so ein neues Bienenvolk, dann können einfach die Bienen hier die nächsten Waben einfach auch gerade runterbauen und kommen nicht in die Probleme, dass es dann da so ein Wirrwarr gibt. Hier in dem Wassersprüher ist lediglich Wasser drin und das macht man nur, damit die Bienen nicht gleich in die Lüfte fliegen. Sonst fallen die nicht genau in den Eimer. Also das Nassmachen dient eigentlich nur zum Betäuben von den Flügeln kurzzeitig. Und man darf auf gar keinen Fall zu viel Wasser nehmen, sonst verklumpen die Tiere. Und wenn sie verklumpen, dann ist Überhitzungsgefahr da. Und dann kann auch so ein Bienenschwarm schnell mal abnippeln. Deswegen muss man im Wasser vorsichtig sein. Und mein Job ist jetzt, die Königin auf einen Schlag zu erwischen. Ja, ihr seht, der Eimer ist ein bisschen knapp. Da kann man jetzt auch den Trick dann noch mal nutzen. Wir stellen hier drunter die Kiste. Dann kann schon mal ein Teil der Bienen direkt hier reinfliegen. Und den anderen Teil fangen wir dann hier mit der Kiste auf. Okay. Wird schon schief gehen. Erster Teil. Und ich gucke da jetzt auch gleich rein, ob ich die Königin nicht hier finde. Sieht nicht danach aus. Und dann schauen wir hier auf den Boden, ob die Königin nicht da irgendwo runtergefallen ist. Und wir schauen natürlich noch mal in der Kiste. Vielleicht ist sie da dabei. Sehen tue ich sie jetzt nirgends. Dann geht mal Gas mit dem hier. Hier sehe ich aber auch keine Königin. Dann schiebt man die auch wieder zurück. Und dann muss man halt einfach suchen. Irgendwo wird sie schon sein.
Okay, und wenn man die Königin jetzt nicht findet, dann kann man auch noch einen anderen Trick machen. Und das ist jetzt der, wo ich jetzt auch anwenden werde. Weil die Bienen wissen eigentlich schon, hey, das ist hier meine neue Kiste. Jetzt kriegen wir die nochmal hier aus dem Busch etwas raus. Fluglöcher stellen wir auf die andere Seite. Hier ist der Großteil der Bienen, hier ist das Flugloch. So, jetzt machen wir. So, wir hatten hier gerade einen kleinen Kameraausfall, schade, aber macht nichts. Also die Königin habe ich hier mittlerweile in meiner Faust drin. Da sind noch zwei andere Bienen dabei. Und jetzt lassen wir die Königin hier in den Käfig reinkrabbeln. Komm schon, hopp. Ab in den Käfig. So, da haben wir sie. Eine Königin, die schwärmt, die ist leichter. Die Bienen haben die Tage vorher schon beim Eierlegen immer wieder von der Wabe weggeschubst. Das machen die Tiere, damit die Königin einfach flugfähig wird. Und wenn wir jetzt die Königin hier in der Kasten haben, dann brauchen wir uns auch nicht mehr kümmern, dass die restlichen Bienen hier nicht reingehen. Weil die orientieren sich alle an den Pheromonen der Königin. Und deswegen können wir jetzt die Kiste eigentlich zubauen, zumachen, das Flugloch noch offen stehen lassen. Und dann müssen wir uns nur ein bisschen gedulden, dann werden alle Tiere da reingehen und dann kann ich sie schon wegwandern. Eine Alternative ist auch immer, die Tiere bis zur Nacht hier stehen lassen. Sowas würde ich immer dann machen, wenn das Muttervolk nicht in unmittelbarer Nähe ist. Jetzt hier in dem Fall wäre es so, wenn ich jetzt die Kiste wegnehme, dann habe ich ja hier noch einen Haufen Bienen in der Luft und am Ast. Aber die würden wieder zurückfliegen ins Muttervolk. Das steht ja hier gerade ein paar Meter nebendran. Voilà. Ich habe bis jetzt übrigens nur einen Bienenstich bekommen in meinen Arm rein, weil ich da eine Biene vorhin aus Versehen geklemmt habe. Dann darf man sich nicht wundern, dass das passiert. So, jetzt haben wir den Eimer hier. Den ausschütteln. So, dann darfst du da wieder die Wäsche reintun. Und jetzt haben wir ja hier noch ganz viele Bienen am Rande. Da gibt es auch einen kleinen Trick. Wir schlagen die Kiste einfach mal auf den Deckel runter. Müssen wir nur vorsichtig sein, dass da keine Bienen drunter sind. So, jetzt haben wir sie alle von der Seite weg. Dann können wir sie wieder reinkippen. Das müssen wir schnell mal wieder alles gerade machen hier. Das kam natürlich durch den Schlag. Und jetzt muss ich mich auch beeilen, sonst hocken sie mir wieder am Rande. Ihr seht, wie schnell das geht, dass die Tiere hier jeden Platz für sich beanspruchen. Auf die Folie verzichte ich jetzt erstmal, weil ich werde nachher nochmal eine Folie reinbringen und vor allen Dingen kommt da gleich der Aufsatz drauf. Hier fangen die Bienen an raus zu quellen. Wenn man jetzt vorsichtig ist, kann man den Deckel hoch und runter lüpfen. Und die Bienen leicht andrücken im Deckel, dann sollten die alle unten drunter rausgehen. Und ja, in der Tat, ein paar Bienen werden dabei immer zerquetscht. Ihr werdet es anders da gar nicht hinbekommen. Das sind einfach zu viele, die viel zu schnell in jede Kante reingehen. Und man kann nicht so schnell arbeiten, wie die Tiere da reinrennen. So, okay. Und jetzt bringen wir die Kiste noch irgendwie gerade hin. Zum Beispiel so. Und was man hier jetzt auch erkennen kann, die Bienen machen hier schon sozusagen ihr Pheromonkleid am Flugloch und das wird jetzt alle anderen Bienen anlocken. Da wir jetzt noch relativ viel Bienen hier auf dem Ast haben,
würde ich jetzt sagen, ich komme einfach in den nächsten Stunden nochmal, wenn die meisten Bienen hier alle drin sind. Und dann kann ich Flugloch zumachen und die Bienen dann an die richtige nächste Position bringen, wo sie dann auch wieder leben dürfen und dort eben weiter Bienen sein dürfen. Ja, so fängt man Bienenschwarm ohne Kellerhaft, ohne Schutzausrüstung. Und was man vielleicht hier noch erwähnen sollte, ist, wenn ich nachher die Futterkiste draufstelle, dann tue ich da definitiv 3 bis 4 volle Futterwaben rein. Einfach nur, dass nochmal der ganze Aufbau vom Bienenvolk schneller geht. Und dass er auch gleich, wenn sie Honig einschleppen, sich sozusagen nicht direkt vom Honig ernähren, wo sie neu reinbringen, sondern erstmal von den Futterwaben. Die müssen so weg. Siehe mein Video zum Futterwaben lagern. Ist nicht für die Ewigkeit und für sowas kann man sie dann einsetzen. Tschüss.